Offenbarung Kapitel 9, Vers 11. Und sie haben als König über sich den Engel des Abgrunds. Sein Name ist auf Hebräisch Abaddon und im Griechischen hat er den Namen Apollyon. Sie haben als König über sich den Engel des Abgrunds. Wer ist dieser Engel des Abgrunds? Nun, schau dir nochmal Vers 1 an, Offenbarung Kapitel 9, Vers 1. Und der fünfte Engel stieß in die Posaune und ich sah einen Stern, der vom Himmel auf die Erde gefallen war und es wurde ihm der Schlüssel zum Schlund des Abgrunds gegeben. Wie schon gesagt, natürlich, man würde nicht einem buchstäblichen Stern, einem Gegenstand, einen Schlüssel geben können, sondern es ist natürlich eine Person gemeint. Es wurde ihm der Schlüssel zum Schlund des Abgrunds gegeben. Also wer ist diese Person, dieser Stern sozusagen, der vom Himmel fällt? Wer ist das? Nun, sie haben die Heuschrecken als König über sich, den Engel des Abgrunds. Sein Name ist auf Hebräisch Abaddon und im Griechischen hat er den Namen Apollyon. Schlag Offenbarung Kapitel 20 schnell auf. Offenbarung Kapitel 20 in Vers 1, da heißt es, und ich sah einen Engel aus dem Himmel herabsteigen. Ja, also genauso wie Johannes diesen Stern gesehen hat, der vom Himmel herabgefallen ist. Ich sah einen Engel aus dem Himmel herabsteigen. Der hatte den Schlüssel des Abgrunds und eine große Kette in seiner Hand. Und er ergriff den Drachen, die alte Schlange, die der Teufel und der Satan ist, und band ihn für 1000 Jahre und warf ihn in den Abgrund. Also Schlund des Abgrunds, ja. Er warf ihn in den Abgrund und schloss ihn ein und versiegelte über ihm, damit er die Völker nicht mehr verführen kann, bis die 1000 Jahre vollendet sind. Also was macht dieser Engel des Abgrunds, Abaddon, Apollyon? Dieser Engel wird den Teufel in den Schlund des Abgrunds werfen. Ja, denke daran. Dieser Engel wird den Teufel in den Schlund des Abgrunds werfen. Es handelt sich bei dem Stern, der vom Himmel gefallen ist, um einen Engel, um Apollyon, Abaddon. Er hat den Schlüssel zum Schlund des Abgrunds. Lass mich dir zeigen, von wem er den Schlüssel bekommen hat. Geh zurück zu Offenbarung Kapitel 1. Offenbarung Kapitel 1 in Vers 17, da heißt es, und als ich ihn sah, als Johannes Jesus Christus sah, den Sohn des Menschen, fiel ich zu seinen Füßen nieder wie tot. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir, fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebende und ich war tot. Und siehe, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und ich habe die Schlüssel des Totenreiches und des Todes. Lass mich dir die Frage stellen. Wer hat den Schlüssel der Hölle? Wer hat den Schlüssel zum Schlund des Abgrunds? Jesus hat den Schlüssel. Jesus hat den Schlüssel zur Hölle. Denn weißt du was? Gott hat die Hölle geschaffen, um in Ewigkeit Rache zu nehmen an seinen Feinden. Um in Ewigkeit Menschen zu bestrafen, die nicht an seinen Sohn Jesus Christus geglaubt haben. Gott hat die Hölle geschaffen und Jesus Christus, unser Retter, ist gleichzeitig derjenige, der den Schlüssel zur Hölle hat. Also von wem hat Apollyon, Abaddon, der Engel des Abgrunds, den Schlüssel bekommen? Hat ihn von Jesus Christus bekommen. Nun, was lernen wir daraus? Dass Apollyon oder Abaddon nicht der Teufel ist. Denn erstens, glaubst du wirklich, dass Jesus den Schlüssel, den er hat zur Hölle, dass er den Schlüssel dem Teufel geben würde? Den Teufel diese Macht geben würde? Wo wir dann doch lesen, Offenbarung Kapitel 20, dass Apollyon, ja, eben den Teufel in die Hölle werfen wird. Also Apollyon ist nicht der Teufel. Jesus würde nicht dem Teufel den Schlüssel zur Hölle geben. Mal ganz davon abgesehen, der Teufel würde nicht den Teufel in die Hölle werfen, sondern der Teufel wird von Apollyon in die Hölle geworfen. Das heißt, Apollyon, Abaddon, ist ein Engel Gottes. Ja? Natürlich, der Teufel war auch ein Engel Gottes, aber er wird vor oder zu Beginn der Trübsal aus dem Himmel verbannt, ein für alle Mal. Ist ein abgefallener Engel, wie ein Dämon und seine Geister, die dem Teufel folgen. Abgefallene Engel sind eben Dämonen. Also Apollyon, Abaddon ist nicht der Teufel, sondern das ist ein Engel, der den Teufel in die Hölle werfen wird. Das ist ein Engel, der Vollmacht bekommen hat von Christus, eben die Hölle zu öffnen und diese Heuschreckenplage aus der Hölle zu bringen. Es gibt tatsächlich diese Behauptung, dass Apollyon der Teufel sei. Zum Beispiel aus dem Buch Die Pilgerreise. Das ist ein Buch, das mittlerweile nicht mehr so bekannt ist, eher im englischsprachigen Raum, aber es wurde auch auf Deutsch übersetzt. Es gibt mehrere deutsche Übersetzungen. Die Pilgerreise von John Bunyan. Und Die Pilgerreise wurde auch verfilmt, vor, ich glaube, 2 Jahren circa. Und natürlich, manche meiner Facebook-Freunde fanden das ganz toll. Oh, Die Pilgerreise, die wurde verfilmt. Super. Und das Problem ist, dass diese bescheuerte Pilgerreise ein falsches Evangelium lehrt. Dass sie lehrt, dass du dein Heil verlieren kannst. Und es ist kein Wunder, dass eine Pilgerreise auch andere dumme Dinge lehrt,
wie zum Beispiel, dass Apollyon der Teufel sei, was buchstäblich dumm ist. Ich meine, sowas kannst du nur behaupten, wenn du die Bibel nicht ordentlich studierst. Der Teufel wirft nicht den Teufel in die Hölle, sondern Apollyon ist ein anderer Engel, ein guter Engel, den Jesus Christus offensichtlich beauftragt hat. Die Pilgerreise stellt eben diese Behauptung auf, dass Apollyon, dass Abaddon der Teufel sei. Aber abgesehen von den Gründen, die ich dir schon geliefert habe, warum Apollyon nicht der Teufel ist, definitiv nicht sein kann, was nicht schwer zu verstehen ist. Abgesehen davon, der Teufel wird schon zu Beginn der Trübsal aus dem Himmel verbannt. Schon zu Beginn der Trübsal wird der Teufel aus dem Himmel verbannt. Aber befinden wir uns gerade beim Beginn der Trübsal? Nein, sondern wir befinden uns jetzt schon im Zorn Gottes, nach der Trübsal. Also der Stern, der hier vom Himmel fällt, habt ihr nicht diese Vorstellung, oh, der Teufel ist vom Himmel gefallen. Nein, nein, nein. Das ist nicht, worum es hier geht. Es ist einfach ein Engel, der vom Himmel herabsteigt. Wir haben das verglichen mit Offenbarung Kapitel 20, nicht wahr? Es ist hier nicht der Teufel gemeint. Der Teufel wird zu Beginn der Trübsal schon aus dem Himmel verbannt. Und er wird etliche Engel mit sich reißen, die Dämonen geworden sind. Also noch ein weiterer Beweis dafür, dass es sich hier nicht um den Teufel handelt.